Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten FIFA 15 Squad-Builder hier auf dem Kanal. Es kam jetzt in letzter Zeit ein paar mehr Squad-Builder und dementsprechend wollen wir heute damit fortfahren mit einem der stärksten Teams, die ich jemals gebaut habe, beziehungsweise mit einem der teuersten Teams, die ich jemals gebaut habe. Sagen wir es lieber so, ob es wirklich so stark ist, dazu gleich mehr. Wenn ihr Coins braucht, schaut bei Random vorbei. Link ist in der Videobeschreibung, könnt ihr mich gut mit unterstützen, würde mich sehr darüber freuen. Ebenfalls könnt ihr natürlich auch in der Videobeschreibung gucken, wenn ihr tatsächlich spenden wollt. Ja, ich habe den Post auf Facebook geschrieben, das heißt aber auch wirklich nur einmal mache ich diese Anmerkung, ja, wirklich nur ein einziges Mal heute und zwar am Samstag und sonst nie wieder. Das heißt, Link ist ganz unten in der Videobeschreibung. Also, wenn ihr da Bock drauf habt und mich unterstützen wollt, um Vlogs zu sehen, darum geht es nämlich, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ansonsten wäre ein Like auf dieses Video sehr, sehr nice. Wenn wir 700 schaffen, wäre das eine richtig coole Aktion. Und naja, das Team kostet so um die, ich habe keine Ahnung, wie viel es kostet. Es war mal deutlich teurer, es ist mittlerweile immer noch teuer, aber ihr werdet selber sehen, warum das der Fall ist. Wir starten direkt durch und zwar im Tor und im Tor haben wir einen Non-Rare-Torwart, den einzigen Non-Rare-Spieler in diesem Team. Und zwar ist es Diego Benaglio vom VfL Wolfsburg. 1,94 groß, 400 Coins gekostet, 84 Hechten, 83 Reflexe, 75 Ballsicherheit, 76 Positioning. Ist an sich kein schlechter Torwart, hat aber so viele Fehler gemacht, beziehungsweise hat sich so oft so doof angestellt. Bisher immer, wenn ich mit ihm gespielt habe, hat er sich eigentlich ziemlich gut verkauft, also war immer relativ okay. Vor allem, weil er Non-Rare-Keeper ist wahrscheinlich auch. Aber dieses Mal war der wirklich richtig miserabel. Ihr seht jetzt einige Szenen eingeblendet. Also vor allem im ersten Spiel, da habe ich zwar gegen Messi beispielsweise gespielt und Ronaldo, aber boah, das war echt relativ lächerlich. Da hat er wirklich gar nichts gehalten. Allgemein relativ viele Fehler in seinem Spiel, die Abstöße und Abwürfe nicht so toll, aber wenn die Schüsse aus der Distanz kamen oder er gerade mal ein bisschen Bock hatte, dann war er wirklich guter Keeper und hat auch unhaltbare Bälle quasi gehalten, also wirklich gar nicht mal so schlecht. Innenverteidigung besteht nur auf der einen Seite aus dem geupgradeten Gabriel von Asor, auf der anderen Seite aus Naldo, second in form. 1,98 groß, hat ein Tor gemacht und eine Vorlage, das Tor war nicht mal ein Kopfball, sondern ein Schuss, zwar nach einer Ecke, aber das ist ja vollkommen egal. Er ist leider Gottes nicht so extrem kopfballstark, wie ich dachte, er gewinnt nämlich keine Kopfballduelle, allerdings ist das nach Ecken sehr schwer, vor allem, weil ich keine Ecken kann. An sich kann er natürlich Kopfballduell gewinnen, keine Frage. Dazu noch 75 Tempo, 90 Defending, was richtig krass ist. Ein guter Longshot, gute Freistöße, gutes Passspiel. An sich ein sehr, sehr geiler Innenverteidiger, den man auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Hohe Arbeitsraten stören ein wenig, aber nicht wirklich, denn in den meisten Situationen kann er sich trotzdem noch relativ gut durchsetzen, dank seines defensiven Positionings, also quasi dem Marking. Und natürlich auch wegen seinen Gerätschen und seinem seiner Körperstärke und seinen Standing Tackles. Der 90 Defending spricht auf jeden Fall für sich. Gabriel auf der anderen Seite sehr schnell unterwegs. 82 Defending sind auch sehr, sehr gut für einen Innenverteidiger. 76 Physik, erinnert ein bisschen an David Luiz, ehrlich gesagt, auch von den Arbeitsraten her. Die ganze Verteidigung hat auch Mittelarbeitsraten, zwei Vorlagen immerhin gemacht, 1,85 groß. Nicht der Kopfballstärkste, aber in der Defensive geht es auf jeden Fall klar. Und nach vorne kann er ein bisschen was bauen, beziehungsweise raushauen mit seinem Passspiel. Und allgemein sehr guter Innenverteidiger. Alter Schwede, das hätte ich gar nicht so erwartet bei dem, auch wenn er geupgradet ist. Aber hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich kann wieder nicht reden, aber egal, wir kommen zum Linksverteidiger. Juan Bernat ebenfalls upgraded. Rechte Seite haben wir Kyle Walker. Können wir jeden Rechtsverteidiger aus der Premier League hinstellen, den man da möchte. Das ist vollkommen Lachs, aber ich habe mich für Walker entschieden, weil er der Overpowered ist. 80 Physics, 91 Tempo. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Zwar Mittelarbeitsraten, aber immer ein Tor gemacht. Relativ guter Schuss noch mit 63 und ich denke mal zu Walker, er ist jedes Jahr overpowered, man muss nichts zu dem sagen, der ist seit Jahren einer der besten Rechtsverteidiger im Spiel, das liegt daran, dass er eine unfassbare Körperstärke hat, dazu ein unfassbares Tempo, gute Defensivwerte und auch noch einer der besten Ligen der Welt spielt, beziehungsweise in der besten Liga für FIFA eigentlich, also ja, richtig, richtig guter Spieler. Dann haben wir Juan Bernat, ja, 84 Tempo, 80 Dribbling, 77 Defending, 70 Physics, 72 Passen, 62 Shooting, hohe Mittelarbeitsraten, 3 Stelle Skills und Weakfoot, leider keine Forster Skills mehr, aber trotzdem sehr gut, ein Tor gemacht, zwei Vorlagen, ein richtig schönes Tor und ein alter Schwede. Ein richtig geiler Longshot nach einer Ecke, wo er weggerutscht ist und der Ball trotzdem mega gefährlich geworden ist. Leider nicht reingegangen, aber trotzdem sehr torgefährlicher Linksverteidiger auf jeden Fall. Allgemein auch ein sehr nicer Spieler. Ich finde ihn extrem sympathisch in Realität und auch in FIFA. Gute Flanken, gutes Defensivspiel, gutes Tempo, gutes Dribbling. Was willst du mehr für einen Linksverteidiger? Läuft auf jeden Fall richtig, richtig gut. Zentrales Mittelfeld haben wir dann einmal Aaron Ramsey auf dieser Position, zentral defensiv beziehungsweise in der Zentrale haben wir dann Rakitic auf der linken Seite haben wir, wie ihr schon gesehen habt, den Inform Sergio Busquets. Dann natürlich den Second Inform Rakitic, mit dem haben wir auch an, zwei Tore gemacht, beide glaube ich in den letzten beiden Spielen, eine Torvorlage gegeben, 71 Tempo hat da, 84 Dribbling, 85 Shooting, 92 Passen, natürlich ist das Passspiel das Highlight bei ihm, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht so darauf geachtet habe, wie das ist, aber es wird richtig, richtig gut sein, vor allem, weil ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendwie mal eine unauffällige Partie hatte oder irgendwie mal schlecht gespielt hat, also von daher passt es auf jeden Fall. Dann haben wir Busquets daneben, sehr, sehr defensiv natürlich, normalerweise müssten die so stehen, aber wegen Chemie stehen sie halt so rum, ein sehr guter Spieler auf jeden Fall, hat einen einigermaßen anständigen Schuss, schlechter als meine beiden Außenverteidiger.
Innenverteidiger, was traurig ist. Aber auf jeden Fall noch in Ordnung. Gutes Passspiel an sich für einen Sechser. Sehr gute Defending-Werte, gute Physics, gutes Dribbling. Ist dazu 1,89 groß, heißt, er kann auch köpfen. Hat 3 Vorlagen gemacht. Leider kein Tor, aber ein abgefälschtes Tor, das dann dem Stürmer zugeschrieben wurde. Also läuft auf jeden Fall 30.000 Coins für den. Kann man auf jeden Fall machen. Rakitic 132.000 Coins. Geht auch auf jeden Fall klar. Ramsey dann auf der anderen Seite hatten wir jetzt schon öfter. Hat einen sehr, sehr guten Longshot, hohe Arbeitsraten. Kann einfach alles in Allround, hat alle Stats über 70. Kein Tor oder Vorlage gemacht. Was ein bisschen traurig ist. Allerdings liegt es auch daran, dass ich oft mit ihm die Latte getroffen habe oder oft mit ihm der Torwart einfach gehalten hat. Ist an sich ein guter Spieler. Ich glaube, mit einem, ja, weiß nicht. In einem anderen Team wäre der vielleicht besser und auffälliger gewesen. Vor allem, ich kann irgendwie nicht so wirklich mit ihm schießen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Letztes Jahr fand ich den unnormal krass. Dieses Jahr eigentlich auch. Aber mit der Karte hier, also vor allem auch in anderen Teams schon, aber mit der Karte hier, seitdem ich die gekauft habe, läuft es irgendwie nicht so. Ich hoffe, das wird irgendwie nochmal ein bisschen besser. Wir kommen erstmal zum rechten Stürmer. Ich denke mal, das ist vollkommen klar, wer da stehen wird. Er ist jedes Mal in meinen Teams und das liegt einfach daran, dass ich kein Team ohne ihn bauen möchte und kann. Es ist natürlich Gareth Bale. Ja, 221 Spiele, 179 Tore, 58 Torvorlagen, hohe Mittelarbeitsraten, 4 Star Skills, 3 Sterne Weakfoot für die, das Video zum ersten Mal sehen, beziehungsweise erstmals ein Video mit mir und Bale sehen. Ja, meine große Liebe, Erstbesitzer Bale, ist einfach ein Monster. 94 Tempo, 84 Dribbling, 83 Shooting, 83 Passen. Geht nicht viel besser. 81 Physics hat er dann noch dazu. 63 Defending für den rechten Flügelspieler. Auf jeden Fall auch gut Hochmittelarbeitsraten. Mega schnell, mega schussstark und einfach ein richtiges Monster. Der gute alte Ape. Linker Stürmer, natürlich. Cristiano Ronaldo, welche Frage. Ja, ist natürlich der beste Spieler im Spiel. Keine Frage. Ich habe mir mal gegönnt für 5,3 Millionen. 18 Spiele, 23 Tore. Es waren im Endeffekt mehr. Man muss so ungefähr 27, schätze ich mal. Denn ein paar Spiele wurde natürlich abgebrochen, er hat auch noch mehr Tore gemacht. Ich zeige euch jetzt hier mal eine Szene, wo der Gegner nach 9 Minuten abgebrochen hat, also in dem Spiel hat er sicherlich noch mehr Tore erzielt. Das Ding bei Ronaldo ist so ein bisschen, er hat mich am Anfang extrem überzeugt, er war extrem stark, aber seit ich aufgenommen habe, konnte das Team keine Tore mehr schießen. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Szenen, 2 Freistöße unter anderem von ihm, die nicht reingehen wollten. Vorher hat er Freistoßtore en masse gemacht. Dazu noch ein extrem geiler Longshot, sogar aus Position, wo man es gar nicht denkt. Also wenn er nicht diese Crossshots macht, sondern einfach mit dem rechten Fuß von der linken Seite, kann er trotzdem in eine lange Ecke einschlagen. Richtig, richtig geil. Auch bei Bale in den letzten Spielen einfach der Abschluss hat gehapert. Bei allen Spielern in diesem Team eigentlich, außer beim Stürmer, dazu kommen wir gleich. Also das war ein bisschen komisch, aber ich habe es ja gesagt, immer wenn ich aufnehme, ist das irgendwie nicht so doll und ich bin momentan allgemein nicht so gut drauf in FIFA, ihr wisst, ich bin nicht der allerbeste Spieler. Ich bin zwar, ich sag mal, gut, ich bin passabel, ich bin ja definitiv kein schlechter Spieler, aber naja, teilweise momentan hapert es einfach ein bisschen, aber naja, das kann auch an anderen Gründen liegen, ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, die beiden natürlich bombastisch und wenn nicht unbedingt ich gespielt hätte oder irgendwie die bei den Abschlüssen so kacke gewesen wären, seit der Aufnahme lief, wären die noch viel krasser gewesen, als die dort deswegen ist, so schon hergeben. So, im Sturm stand da normalerweise Luis Suarez, allerdings habe ich den verkauft, nachdem er in 11 Spielen gerade mal 4 Tore gemacht hat, hat mir überhaupt nicht gefallen, auch nicht in diesem Team, leider Gottes. Wahrscheinlich lag es daran, dass er zwei zu starke Spieler neben sich hatte. Kann man nichts gegen machen. Jetzt habe ich mir den argentinischen Stürmer gekauft. Ich denke mal, ihr wisst alle, um wen es sich handelt. Der argentinische Stürmer aus der BBVA. Es ist natürlich Luciano Vietto. Ja, ich weiß, ihr habt alle gedacht, es ist Messi. Das Team hat übrigens 3 La Ligen und 8 Nationen. 3 La Ligen. Ich kann wirklich nicht reden heute. Was ist wieder los? Egal, ich bin einfach viel zu schnell und viel zu wasbild und so weiter und so fort. Egal, er hat 5 Spiele gemacht und 2 Tore geschossen. Man denkt jetzt, okay, ist auch nicht viel besser als Suarez, aber er hat mir deutlich besser gefallen. Er hat außerdem, ich glaube, 4 Tore geschossen. Weil 2 Spiele nicht gewertet wurden. Oder hat er, oder nur, ich glaube, ein Spiel wurde nicht gewertet, wo er auf jeden Fall getroffen hat. Ich habe jetzt auch nur aus 4 Spielen, ja genau, ich habe aus 4 Spielen die Tore aufgenommen und im Spiel, bevor ich die Tore aufgenommen habe, da bin ich rausgeflogen von den EA-Servern nach 77 Minuten. Ich glaube, da hat er 2 Tore gemacht. Bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, sehr guter Spieler. Das Upgrade hat richtig gut getan. 2 Vorlagen gemacht, 2 Tore geschossen. Obwohl wir relativ starke Gegner hatten und er so starke Spieler neben sich hat, ist das noch eine gute Quote. 84 Tempo, 79 Dribbling. Er ist ein bisschen wie der lowe Messi oder wie ein schlechterer Benzema. Aber geht auf jeden Fall klar. Und wenn man Rolling Swayze und ja, mehr Nationen haben will, dann ist der auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Alternative, die man auf jeden Fall spielen kann. Die Silberversion hat mir sogar ein bisschen besser gefallen. Eigentlich ist die Goldversion auch echt stark. Und wenn er mal einen Inform bekommt, dann wird der richtig überragend. Das war's von diesem Video. Hat euch gefallen? Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Das war mal ein bisschen wieder ausführlicher Squad-Bilder. Und wir haben jetzt im Hintergrund noch die Tore, die da eingeblendet werden. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.